Hallo und willkommen zu einem weiteren Bitwig Tutorial. Ich möchte dir zeigen, wie du den Ableton Push 2 Controller in Bitwig einbindest unter Linux, und zwar mit Hilfe von dem wunderbaren Skript von Jürgen Moosgraber, Driven by MOS. Legen wir los. So. Als allererstes wollen wir natürlich uns dieses wunderbare Skript besorgen. Und zwar gehen wir da auf die Seite von dem Jürgen Moosgraber, und da gibt es die Abteilung Music Software. Und in dieser Abteilung gibt es den, oder auf dieser Seite gibt es den Abschnitt Bitwig Studio Controller Support. Da klicken wir drauf und dann sind wir schon da, wo es das tolle Skript gibt. Und zwar im Moment für zwei Versionen. Einmal für die stabile Version von Bitwig 3.1 gibt es das Skript Driven by MOS 9.98. Und für die aktuelle 3.2 Beta 5 gibt es das Skript 9.0 Beta 5. Da klicken wir jetzt mal drauf. Jetzt kommen wir auf eine Übersicht. Die Seite ist ein bisschen runtergescrollt. Und zwar vom 11.05.2020 die Datei 90 Beta 5 Bitwig.zip, und die unterstützt diese ganze Gerätschaft hier, unter anderem eben auch Ableton Push 1 und 2 Controller. Wir klicken auf die ZIP-Datei und laden die uns runter. Das habe ich vorhin schon gemacht, deshalb umgehe ich das Ganze mal und gehe in das Verzeichnis. So, da habe ich die runtergeladen, die ZIP-Datei. Pack die erstmal aus in Unterordner. Also, gehe in das Verzeichnis rein. Und da finde ich einmal die Driven by MOS Manual PDF. Das ist die Dokumentation und Installationsanleitung. Und die Driven by MOS BW Extension. Die Extension-Datei muss ich dann bei Bitwig in das entsprechende Extensions-Verzeichnis. Also hier bei Bitwig Studio gibt es das Verzeichnis Extensions und da muss diese Datei rein. So, kann ich hier machen, kopieren, ersetzen. Das mache ich bei jedem Update des Skripts und da musst du natürlich auch machen. So, wir wollen jetzt aber unter Linux das installieren und konfigurieren. Deshalb müssen wir dann auch so zwei Dinge machen. Deshalb gucken wir in die PDF-Datei rein. Die ist relativ riesig. So, geht hier los, Driven by MOS Manual. Steht eine ganze Menge drin. Installation Bitwig Studio, Cocos Reaper und so weiter und so fort. Hier steht jetzt zum Beispiel auch drin: ZIP-Dateien packen und dann in den verschiedenen Betriebssystemen Windows, Mac und Linux muss dann die entsprechende BW-Extension-Datei in Bitwig Studio Extensions reinkopiert werden. So, wir gehen jetzt aber zu Ableton Push 2 weiter, und zwar Installation unter Linux. Das ist eigentlich ganz einfach, man muss es halt nur machen. Und zwar schreibt er hier, um die Applikation laufen zu lassen, als normaler Benutzer muss man die Datei 99 User USB Devices.rules in das Verzeichnis etc/utf-rules.d kopieren. So, dann machen wir das mal. Und eine kleine Sache ist vielleicht noch wichtig. Als Root-User. Ja. So, das heißt, ich gehe jetzt am besten, ich mache mal das Fenster ein bisschen breiter. Jetzt am besten erstmal in das entsprechende Verzeichnis, wo ich das runtergeladen habe. Driven by MOS, nochmal in das entpackte Verzeichnis, beziehungsweise nochmal in Resources, und da sehe ich dann schon die 99 User USB Rules. So, und diese muss ich in das Verzeichnis etc/utf-rules kopieren. Als Root-User also nehme ich sudo kopiere 99 User USB Device.rules und
nicht in Temp, sondern in etc. UDEV Rules. So, UDEV Rules. Lieber einmal mehr gucken. Dann drücke ich Enter. Dann muss ich mein Passwort eingeben. So, und jetzt ist es dort kopiert. Wenn ich danach gucken will, schaue ich da einfach rein. UDEV Rules. So. Und da ist die, die Datei mit den entsprechenden Rechten. So, das ist eine Sache. Was ich jetzt noch machen muss, oder was man jetzt noch machen muss, und zwar steht hier, make sure that your user is member of that group and the group does exist von Audio Access. Das heißt, mein normaler Benutzer muss in der Gruppe Audio sein. So, das kann ich überprüfen oder machen. Indem ich wieder sudo eingebe, nano, das ist der Texteditor, den ich jetzt benutze, etc und group. In dieser Datei werden die Gruppen verwaltet. Da gehe ich jetzt rein. Da ich gerade eben schon das Root-Passwort eingegeben habe, verlangt er das jetzt für 5 Minuten nicht. Und ich suche mir die Gruppe Audio rein. Da steht normalerweise zum Beispiel nur Puls. Und hinter Puls gebe ich dann Komma und meinen Benutzernamen Odo ein. Das Ganze speichere ich dann ab mit Steuerung O und beende oder gehe aus dieser Datei wieder raus mit Steuerung X. So, nachdem wir all das gemacht haben, muss der Rechner neu gestartet werden, damit die USB-Geräte auch ordentlich erkannt werden. Ich habe das alles natürlich schon gemacht. So. Und jetzt, nachdem der Rechner neu gestartet ist, können wir mal vielleicht den Push-Controller einblenden. Und ich mache den Push-Controller mal an. Und er meldet sich ganz brav. So. Und hier ist der Ableton Push 2 Controller drin. Ich habe jetzt nur noch zwei kleine Dinge, die ich persönlich geändert habe. Oder drei Sachen. Und zwar unter Transport gibt es den Menüpunkt Flip Arranger and Clip Record Automation. Das bedeutet nichts anderes als der Record-Button hier unten. Moment, ich muss vielleicht... Pulse Audio Controllers. Ah ja, wusste ich's doch. So, jetzt ist er aktiv. Genau. Und zwar, wenn ich hier unten den Record-Button drücke. Dann gilt der normalerweise für das Arranger-Fenster. Aber wenn ich bei Transport diesen Flip-Arranger auswähle, dann gilt das für die Session-View, die Clip-View. Die benutze ich relativ häufig, um was zu machen. Ist für mich dann einfacher, wenn ich dann jedes Mal Shift-Record drücken muss oder Shift-Automation drücken muss. Dreht das einfach um. Die zweite Sache, die ich noch gemacht habe, ist beim Drum Sequencer die Option Exclude Deactivated Items, Tracks, Sends, Devices, Layers. Das heißt, wenn ich unter Bitwig Spuren deaktiviere und verstecke, dann werden die auch nicht mehr hier in dem Display angezeigt. Normalerweise zeigt der Push-Controller die dann eben als deaktiviert an. Ich kann nichts damit machen, ich sehe, dass da welche sind. Aber es ist halt blöd, wenn ich mehrere Spuren habe, dass da halt die deaktivierten da dabei sind. Und als weitere Sache habe ich bei mir noch die Farben abgeändert, da ich es lieber ein bisschen dunkler und gedimmter haben will. Das hat mir einfach besser gefallen. Könnt ihr ja auch machen oder könnt es einfach bei dem ganz normalen Standard lassen. So, das war's eigentlich schon. Und dann hoffe ich, ihr habt viel Spaß mit dem
Push-2-Controller und Bitwig. Und wünsche euch dann noch viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Doppelt gemoppelt hält Spaß länger. Ciao, ciao.